Ja, servus, Freunde der guten Unterhaltung, der gepflegten Unterhaltung, der guten Laune. Hier ist wieder euer Mann, der gute Launeboy. Ja, wo befinde ich mich? Ich befinde mich am Dorfbrunnen. Tja, und da steht's schon mal. Jetzt dachte ich, ich könnte bei der Hitze was trinken, aber hier steht's. Kein Trinkwasser. Aber ihr seht mal, wie sauber das Ding hier ist. Sauber. Ja, wo der Dorfbrunnen ist, kann auch ein Maibaum nicht weit sein. Ja, ihr wisst ja, der Maibaum-Contest. Wer hat den schönsten Baum im Lande oder in der Region? Ja, schau mal, wie sieht er denn aus? Achso, ich habe es ja noch gar nicht erwähnt, wo wir sind. Wir sind im wunderschönen Grunbach, Freunde. Ja, Grunbach, da legst du nieder und stehst nicht mehr auf, du. Ja, so sieht's aus. So schaut's aus. Und der Baum, ja, der steht hier mitten in der Ortschaft. Also ihr seht, auch da sind die Bändel noch dran. Und das meinte ich hier mit Schleifchen vorher. Aber dafür fehlen die Täfelchen und im Hintergrund sehen wir das wunderschöne Rathaus. Es passt hier zur wunderschönen Straße. Ja, und ein Kranz hat er, der Baum. Ja, ein Kranz. Freunde, ja, welch ein Glanz, dieser Kranz. So. Und das war's, würde ich mal sagen. Ich sag Servus und Tschüss. Vielleicht nehmen wir noch einen Baum mit. Das wird dann sozusagen der Abschlusshit unserer Maibaum-Version. Und ich würde sagen, die Klassiker mal gezeigt, so die Bäume im Lande, Freunde, ja. Und schauen wir einfach mal, was es noch so für Bäume gibt. Vielleicht nehmen wir noch den einen oder anderen mit, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also, piep, 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 dranbleiben. Ich habe euch wie immer selbstverständlich mega, mega lieb. Ob groß, ob klein, ich lade euch alle ein. Also, Servus und Tschüss. Macht's gut. Bis zum nächsten. Ciao.